müssen wir den Lord Regenten und seine wichtigsten Verbündeten eliminieren. Das wissen Sie. Ja. Hoffentlich war der Oberaufseher nur der erste Schritt auf diesem Weg. So, während die quatschen. Obwohl, die könnten über etwas Wichtiges quatschen. Aber das ist egal. Ich möchte euch begrüßen zu Let's Play Dishonored. Part 7. Ja, los geht's. Müssen wir die Basis des Lord Regenten schwächen, um ihn zu bezwingen. Alles passt perfekt. Er kontrolliert die Stadtwache. Durch Campbell die geistliche Fraktion. Jemand finanziert das Militär. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Kein Problem, Mann. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campbells Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lord Regent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Das klingt... Nee, jetzt noch nicht, ja. Lol, was waren das für Moves eben? Yeah, Dancing Moves oder was? Michael Jackson, Mann, okay. Whisky jo. Überall, aber guten Wein. Ich rüste mich ganz auf Maus. Ich habe genügend Money. Jo. Adabagadeen. Dreh ich den Zwerg auf. Den Zwag. Dreh ich den Schwagge auf. Den Schwabbel. So, mein Freund. Sie? Es geht mal wieder an. Behilflich sein? Ich habe Pläne für dich. So. Maskenoptik 2. Yeah. So, ich habe 911 Münzen. Was ich gut gebrauchen könnte, wäre eigentlich eine Erweiterung irgendwie, dass ich noch mehr tragen kann. So, Mana habe ich genug, paar Kabelwerkzeug 1. Ich brauche das eigentlich nicht so sehr, glaube ich. Armbrustpräzision. Armbrustnachlader. Ich würde gerne mehr Kapazität haben. Na, also hier haben wir es ja. Ja, also Kugeln, wir machen mal mehr Bolzen. Granaten, Springminen, Artefakte. Das ist gut, das mache ich. Obwohl, nee, noch nicht. Bolzen und mehr Kugeln, ja. Oh, warte, wie viel kostet Maskenoptik? Auch 300. So, und die Maskenoptik. Aus Optik, das finde ich auch cool. Gut, das reicht erstmal, wir haben auch gar kein Money mehr. So. Dann hat sich das. Da ist mein Bett, aha. So wie in GTA, geh zu deinem Bett, um dich auszuruhen, so. Oder generell, in Skyrim war das ja auch immer so. Vergeht auch immer mal so 6 Stunden. Und gehen wir ganz einfach da rein. So, machen wir das jetzt hier schön geil? Lass mal tun. Wir machen das nicht normal, nicht durch die Tür. Hallo, hallo, das wird ja vollkommen überbewertet, durch eine Tür nach Hause zu gehen. Gut, hier komme ich auch nicht weiter. Ah, okay. Ich meine, ich bin ja ein Attentäter. Ich gehe durch mein Fenster rein ins Bett. Ey. Ja. Oh. Wow, yo, Junge. Mach das nie wieder. Hey, was willst du denn jetzt? Geh mal weg, Alter. Will der mit dem. Der will mit mir pennen. Ohne Witz. Der will mit mir pennen. So. Ich gehe jetzt schlafen. Nein, ich bleibe wach, wie so ein bockiges Kind. Gehen wir mal pennen. So. Im Tagebuch findest du alle Notizen, die du eingesammelt hast. Okay. Ja. Betäubungsbolzen. Ich frage mich eigentlich jetzt, ob jetzt dadurch, dass ich die Kapazität erhöht habe,
ich auch mehr Betäubungsbolzen tragen kann. So, lesen wir das kurz durch. Martin ist auf dem Weg zu den Kaisertreuen, während Campbells Schicksal die Aufsicht... Warte, das kennen wir doch schon, oder? Ja, das kennen wir schon, glaube ich. Du kannst auch weitermachen. Habe ich jetzt wieder einen abgefuckten Traum? Oh, regeneriert habe ich mich. Gut. So, wie gesagt, durch... Was ist das hier? Eine Rampe? Ab ins Wasser dann? Tatsächlich. Coole Sache. Was ist das denn hier? Oh, wessen Schlafzimmer haben wir jetzt? Ruf zu den Sphären. Mhm. Verstehe ich nicht, will ich nicht verstehen. Was ist das? Hallo? Die Prüfungen der Begabung. Ja, das ist schön, aber wir holen uns ein bisschen Money. Naja, gehen wir zu unserer nächsten Mission, zu unserer nächsten Quest. Camp, nee, Admiral. Ich wollte schon Campbell sagen, die haben wir ja umgelegt. Ich kenne das Golden Cat. Nicht als Kunde, versteht sich. Ich habe ein paar Geräte für Sie entwickelt. Und die Baupläne aufgehoben, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Nun, der Tee war eine Gefälligkeit unter Kollegen. Ich mache diesen Fehler nicht nochmal. Entschuldigung, ich dachte nur... Naja, egal. So, nächste Mission. Admiral, sag mir, was zu tun ist. Hallo, Corvo. Martin wird bald zu uns stoßen. Ich weiß, keine schöne Art, ihren Tag zu beginnen, aber die Diener haben gestern Nacht etwas gehört. Da war etwas in den Kanälen unter dem Haus. Vermutlich ein Weiner. Armer Kerl. Wenn die Seuche so weit ist, gibt es keine Rettung mehr. Dann bleibt nur noch eine schlurfende Hülle voller Krankheit und Insekten. Es wäre gut, wenn sie nachschauen würden, um sicher zu sein, dass es keine neugierige Wache ist. Hier der Schlüssel für die Luken. Ich würde einen Diener darunter schicken, aber der würde sofort vor Angst sterben. Vielleicht kann Piero ein paar Betäubungsbolzen für ihre Armbrust herstellen, wenn sie ihm helfen wollen. Bitte was? Da ist irgendetwas, ein Weiner. So, erstmal Betäubungsbolzen holen. Piero, warum bist du nie in deiner Werkstatt und immer ein Stockwerk höher? Runen oder Knochenartefakt jetzt hier? Tatsächlich. Ey, yo, Piero, Mann, weich mir noch nicht so aus. Ja. Corvo, mein Freund. Brauchen Sie Waffen oder Munition? Soll ich etwas für Sie herstellen? Ja. Ich habe 41 Münzen, na toll. Ja, das war's auch schon. Ein Bolzen, danke. Die Bolzen, die Runen sind da unten. Das ist locker in der Kanalisation. Und da gehen wir jetzt auch hin. Gucken wir mal, was wir für Fähigkeiten haben. Packen wir den mal nach dahin. Also sieht gut aus. Gehen wir jetzt rein. Natürlich muss ich das machen. So. Okay. Ich bin mal gespannt, ob die das jetzt ein bisschen creepy machen. Ein Weiner ist da unten. Ich hab gedacht, das wären verseuchte Leute, Weiner. Ist es auch, ne? Wenn er jetzt aus dem Wasser kommt. Ich höre was. Ja. Da. Ist abgehauen. Oh. Lol. Das sind tatsächlich verseuchte Leute. Lol.
Spuckt mich an. Lol. Tut mir leid, aber... Warte, was für Ziele wurden jetzt aktiviert? Das hat nicht voll geschafft. Warte, was? Lass die Weiner und berichte von ihnen. Echt widerlich. Ja, egal. Oh. Huhn. Es sind noch mehr hier. Yay. Zwei Stück gleich, Alter. Ich hab ein Schlaraffenland hier. Gucken wir mal. Ich habe 6 Stück. Oh, okay, dann machen wir jetzt Zeit verlangsamen. Das möchte ich gerne haben. Oder Windstoß. Warum nicht beides? Zeit verlangsamen. Aha. Windstoß, 3 Stück, das machen wir auch. Geile Fähigkeiten. Da, das wird mir gefallen. Windstoß, das packen wir jetzt schon mal dahin. Ich frage jetzt, sollen wir jetzt weitergehen? Noch mehr dieser Weiner angucken? Oder geht's da nicht weiter? Da geht's gar nicht weiter. Da kann ich nicht rein, bestimmt. Doch. Lol, wer redet da? Ich höre nichts. Sie wollen Sie sprechen. Bin ich ohnmächtig geworden? Aha. Okay, das waren auf jeden Fall diese Weiner. Verseuchte Leute, wie ich es gesagt habe. Okay, dann gehen wir weiter. Corvo, Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Conklins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die 2 Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Okay. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Wir müssen zu einem Puff. Ein schöner Ort für ein Kind. Hallo. Auf ein Wort. Okay. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Okay. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Okay. Sauf doch erstmal. Ja, ja. Was passiert eigentlich, wenn ich die umlege? Ne? Na, geht nicht. Okay. Ja, seine Brüder sind im Puff. Sind abscheulich, aber er ist auch nicht gerade schön anzusehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir legen jetzt los. Hi. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Der Lord Pendleton ist also auch immer in den Puff gegangen. Gut, haben wir ab. Oh ja. Yeah. Jetzt sind wir wieder Iron Man. Naja, nicht ganz, aber
Und wieder das, ja, das Destilleriebezirk. Ich hab gedacht, wir gehen zum Puff. Ich wollte doch in den Puff. Oder der Puff ist da halt. Ist halt echt. Ja, das Sammeln von Runen ist essentiell. Denn ohne die kannst du weder neue Kräfte erwerben noch bestehende Kräfte aufrüsten. So. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen halten wird. Zwei korrupten Aristokraten. Diese Männer sind Lord Pendleton verhasste ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lord-Regenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. Gut. Zwei auf einmal. Ein Collateral. Ein Double. Ich werde sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen können. Den restlichen Weg müssen sie alleine zurücklegen. Der Eingang ist in der Nähe vom Holder Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten, wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Ah, die haben wir doch vergiftet. Elixier, das vor der Seuche schützt. Ups. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Scheiße, wir haben die doch vergiftet, Alter. Wenn sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Kein Wunder. Ah, ich tu mal das Herz erstmal auch noch dahin. So, warte. Was ist denn da oben los? Oh! Was ist denn da oben los? Oh mein Gott! Chaos-Faktor. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weiner auf deine Verbündeten, verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Der Chaos-Faktor. Alter, ein fetter Wachturm, der alle Menschen umbringt. Okay, Knochenartefakte sind noch etwas weit. Wir machen trotzdem Windstoß dahin. So. Meine Fresse, was ist denn hier los, ey? Nur Schrott, wenn du mich fragst. Ha? Leute, er ist pissen. Gut. Ja, wie die Frau auch, dann tun wir dich hier hin. Wer hat gegen gerade hm gesagt? Wo bist du? Irgendjemand sagt hm. Hey, schuldest du mir nicht einen Drink? Achtung, oh. Bürger von Dunwall. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadt verhalten. Oh. In dieser Zeit, ich gehör zu dir, Mann. Ich töte nichts. Haben die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher. So, hey. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Cool. Die tun mir nichts, obwohl ich das vergiftet habe euch. Ja, das ist er. Hey, wir haben... Ja, warte, erstmal mein Herz. Er will reden.
in der Destillerie. Ja, das kann gut sein. Aber hier ist ein Artefakt in der Nähe, was mich jetzt erstmal ablenkt. Von euch. Hey, komm ich. Was? Hey, verschwinde, Idiot! Wie komme ich da hin? Irgendwo da hin in ein Haus oben. LOL! Was seid ihr denn für? Amorswolken, ja. Wow! Ey! Ey, was seid ihr denn für welche? Attentäter! Die haben mir ganz schön zu schaffen gemacht eben. Ey, Mann. Das hat mich jetzt echt erschrocken ein bisschen. So, machen wir das auf. Tun sie in die Abfalleimer. So, ihn auf. Mal gucken, ob wir von hier aus treffen. Nee. Die hatten ja auch solche Fähigkeiten wie ich. Erstmal haben sie mich so angezogen. Und dann, was weiß ich, ey. Und abgestochen haben sie mich auch noch. So, ich muss zu meinem Artefakt. Da gehe ich wohl über das hier. Was ist das hier denn? Und da rein. Wo ist mein Herz nochmal? Da. Okay, oh, hier gibt es ja ganz schön wieder. Komisch, am Anfang war das noch nicht da. Oh, Springwien kann ich mir nicht mehr tragen. Rot. Leiche. Leiche. Oh, komm schon, lass mich in Ruhe. Mann, lasst mich in Ruhe. Was ist los mit euch? Das ist ein Weiner, ein Verseuchter, ein Zombie, so können wir sie nennen. Und so einfach. Huh. Kabelwerkzeug. Knochenartefakt. Nervtötendes Ziel. 1. Ich hätte ihn noch ganz auch in Ruhe lassen können, nicht umbringen müssen, ne? Naja, die Angewohnheit. Huh. Gucken wir mal, was das ist. Gegnerische Schüssen können. Gegnerische Schüsse können mit geringer Wahrscheinlichkeit verwehren. Das ist eigentlich nett. So, was habe ich hier? Flinker Schatten, das ist cool. Starke Arme, das ist sehr cool. Das ist auch cool. Voyeur, das braucht man nicht wirklich. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt zurück. So, das war knapp. Oh, oh. Gutes gefunden. So, ab zu Schleckdor. Slack oder wie er heißt. Da gehen wir jetzt rein. So, wieder zurück in die Destillerie, wo wir alles angepisst haben. Aber das wissen sie nicht, weil sie mich nicht bemerkt haben. Wie wäre es eigentlich dann gewesen, wenn sie mich bemerkt hätten? Dann würden sie mir jetzt nicht helfen, oder? Okay. Und diese Frage beschäftigt mich gerade jetzt ein bisschen. Deswegen beende ich diesen Part. Wir sehen uns dann im Part Nummer 8. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ja, Leute, ich bin Zichi und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.